Kultur digital. Erfahre alles über Digital Humanities im Gespräch mit internationalen Fachleuten. Eine Produktion von Virtual Culture. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch zu Standards, Archiven und Geisteswissenschaften oder Archives and Humanities. Unser heutiger Gast ist Tobias Wildi. Er ist Historiker, Mitbegründer von DokuTeam und Professor an der FH Graubünden. Vielen Dank, Tobias, dass du heute Zeit gefunden hast. Kannst du dich nochmals kurz vorstellen? Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich habe in der zweiten Hälfte der 90er Jahre in Zürich und in Lausanne Geschichte und Informatik studiert, also eine Kombination, die man heute Digital Humanities nennen würde. Diesen Ausdruck gab es damals noch gar nicht. Und man musste tatsächlich auch beim Dekan ein Gesuch stellen, dass man diese Kombination studieren durfte. Nach dem Studium hatte ich dann das Glück, dass ich Teil eines Forschungsprojektes wurde an der ETH Zürich. Ich wurde 3 Jahre bezahlt für ein Forschungsprojekt, ein Dissertationsprojekt im Bereich Technikgeschichte. Und ich habe eine Dissertation geschrieben über die Reaktorentwicklung in der Schweiz, also die Geschichte von Atomtechnologie in der Schweiz. Und während dieser Geschichte oder während diesem Projekt haben wir bereits so scheue erste Versuche gemacht, Quellen digital auszuwerten. Ich hatte einen Doktorvater, David Gugerli, der war sehr technikaffin. Der hat in diesem Institut relativ bald einmal einen Dokumentenscanner gekauft, dass wir große Mengen Akten scannen konnten, dann auch durchsuchen konnten auf Schlagworte. Und so bin ich in diese Berührung gekommen. Digitalisieren von Quellen, befragen, wie kann man Quellen auch quantifiziert befragen und so weiter. Und nach der Dissertation war es für mich klar, ich gehe weg von der akademischen Welt und ich gehe in die Privatwirtschaft und habe dann mit einem Geschäftspartner zusammen, mit Andreas Steigmeier, ein Unternehmen gegründet im Bereich Archivdienstleistungen. Und wir haben zu zweit angefangen und dieses Unternehmen zusammen 18 Jahre geführt bis letztes Jahr. DokuTeam ist gewachsen, hat jetzt knapp 40 Mitarbeitende und ich habe dann vorletztes Jahr beschlossen, ich will nochmals einen Wechsel machen und auch wieder Zeit haben, um über Projekte länger nachzudenken, Dinge zu entwickeln von Grund auf. Das ist halt schwierig in der Privatwirtschaft. Und so konnte ich dann diesen Wechsel machen an die Fachhochschule Graubünden, wo ich jetzt Dozent bin für Archivwissenschaft, in einem Bachelorarbeit, der Informationswissenschaft heißt. Also es werden dort junge Leute ausgebildet im Bereich Archiv, Bibliothek, aber auch eben im Bereich Datenmanagement. Wie geht man mit Daten um? Wie geht man mit Informationen um? Und das ist ein sehr breit angelegtes Studiengebiet. Okay. Du hast gesagt, für dich war klar, dass du nach der akademischen Ausbildung in die Privatwirtschaft gehst. Es ist für die Geisteswissenschaftler eher ein ungewöhnlicher Schritt. liegt das daran auch, dass du das kombiniert hast mit der Informatik oder mit deinen Erfahrungen an der Universität? Das liegt überhaupt nicht an der Informatik, das liegt wirklich an den Erfahrungen an der Universität. Ich hatte viele Freunde, die an der ETH studiert haben. Und an der ETH gab es eine ganze Serie von Kursen für Jungunternehmer, Jungunternehmerinnen. Also an der ETH war immer klar, dass die Leute nach dem Studium oder ein Teil der Leute, die werden nach dem Studium Jungunternehmer. Und an der Universität gab es keine solchen Kurse, es gab keine Erwartungshaltung, dass auch Geisteswissenschaftler oder Juristinnen oder Wirtschaftswissenschaft oder wer auch immer sich ein eigenes Unternehmen gründet. Und ich war eigentlich immer fasziniert von der Idee, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, von Grund auf aufzubauen, das auf tragfähige Füße zu bringen. Und das war ein Grund des Entscheides. Und der andere Grund war einfach, dass die akademische Welt extrem unberechenbar ist. Also bis und mit
Dissertation geht das einigermaßen, eine Habilitation kriegt man auch noch zusammen, aber die große Frage ist, was dann, oder? Und der freie Markt, habe ich immer den Eindruck, habe ich bis heute den Eindruck, funktioniert in einer Weise rationaler als diese akademische Welt, berechenbarer, und das war sicher auch ein wichtiger Grund, dass ich mir gesagt habe, nein, diese total unberechenbare akademische Welt, das geht irgendwie auf lange Zeit nicht. Und was war dann bei eurer Firma das Kerngeschäft? Wie würdest du das beschreiben? Wir haben angefangen sehr analog noch. Wir haben gesehen, dass in vielen, vor allem in Gemeinden, die Archivsituation sehr schlecht bestellt ist. Gemeinden mussten schon damals von Gesetzes wegen Archive führen. Und viele haben halt einfach die alten Akten in den Keller runtergestellt und waren dann total hilflos. Was müssen wir jetzt damit machen? Wir hatten logischerweise, das ist eine Aufgabe zwar des Gemeindeschreibers, aber das ist eine Aufgabe, die natürlich zwar zum Pflichtengeheft gehört, aber das ist nicht die liebste Aufgabe einer Gemeindeverwaltung, das Archiv zu führen. Und wir sahen da eine gewisse Nische. Wir haben das ausprobiert. Wir waren beide noch als selbstständige Historiker tätig. Mein Geschäftspartner ist einige Jahre älter wie ich. Der war schon lange als selbstständiger Historiker tätig und hatte da Erfahrung, ja, dass das funktioniert. Und wir haben gedacht, ja, wir gründen diese Firma und wir arbeiten vielleicht je 50% in diesem Archivbereich. Also räumen Archive auf, packen sie um in altersbeständige Schachteln, schmeißen auch weg, was man wegschmeißen kann, und machen Verzeichnis. Und das ist eigentlich ab dem ersten Tag sind wir da auf Nachfrage gestoßen. Es ging relativ rasch, dass wir beide dann nicht mehr noch schrieben nebendran. Diese zwei Tätigkeiten ließen sich überhaupt nicht vereinen. Also das Archivgeschäft hat uns erst staccato-mäßig viele Projekte parallel, und für das Schreiben braucht man halt einfach die Kontemplation und tageweise wirklich die Ruhe. Und das ging nicht nebeneinander, das haben wir dann auch gehört. Und eigentlich schon 3 Jahre später, ich habe von Anfang an über den Bereich digitale Archivierung, also Archivierung von digitalen Daten über sehr lange Zeiträume, über das nachgedacht. Das war wirklich einfach zu früh. Und 2006 nahm ich dann an einer Summer School teil, die von der EU organisiert war, organisiert von großen Nationalbibliotheken, Nationalarchiven. Diese Summer School fand in der Nähe von Florenz statt, in einem ehemaligen Kloster, und wir waren da quasi eine Woche lang eingesperrt, und es ging Tag und Nacht um das Thema digitale Archivierung. Dort hat mich dieses Virus so quasi gepackt. Jawohl, ich will wirklich in diese digitale Welt. Und wir haben dann relativ rasch auch begonnen, erste digitale Produkte anzubieten und mit der Stadt Baden dann eine Pionierin gefunden. Die Stadt Baden hat dann gesagt, jawohl, wir wollen die erste Stadt sein in der Schweiz, die ein digitales Langzeitarchiv hat. Haben dort 2008 mit Vorstudien begonnen und dann 2011 hat die Stadt Baden ihr digitales Stadtarchiv in Betrieb genommen, und das war das erste kommunale digitale Archiv der Schweiz. Noch weit bevor dann auch die Kantonalarchive langsam kamen, und vor allem auch weit bevor große Städte wie Zürich oder Bern oder so auf dieses Thema aufgesprungen sind. Wir haben auch das Thema Standardisierung schon angesprochen. Ist im digitalen Archiv die Standardisierung wichtiger oder ist das quasi einfach eine Transition vom Analogen ins Digitale? Oder was bedeutet Standard bei digitalen Archiven? Bei digitalen Archiven ist die Standardisierung wirklich das A und O. Also man kann sich Werkzeuge kaufen, die gewisse Prozesse im digitalen Archiv unterstützen, wie beispielsweise die Extraktion von Metadaten oder die Prüfung auf Viren oder das Rechnen von Checksummen und so weiter. Aber diese Werkzeuge, die kommen und gehen. Und was bleibt, sind die Metadaten und die Daten.
Und wenn man Daten hat im Archiv, TIFF-Dateien, JPEG 2000, PDF, was auch immer, dann bleiben auch diese Dateien über die Zeit relativ stabil. Also man muss die sehr selten umwandeln wieder in neue Dateiformate. Man versucht das möglichst weit hinauszuzögern. Aber die Metadaten, das ist der eigentliche Kern. Und es gibt verschiedene Typen von Metadaten. Es gibt beschreibende Metadaten, wo der Inhalt der Dateien beschrieben wird. Von wo stammen diese Daten, aus welchen Geschäftsprozessen und so weiter, wo aber vor allem eben auch der Kontext beschrieben wird. Also ohne Kontext zu diesen Dateien, gerade auch zu Dateien, die aus der öffentlichen Verwaltung stammen, sind diese Dateien eigentlich wertlos. Dann gibt es einen ganz anderen Typ von Metadaten, das sind technisch-administrative Metadaten, also wo ich beispielsweise festhalte, was sind das für Dateiformate, für Versionen von Dateiformaten, was hat die Datei für eine Checksumme, was wurde wann mit dieser Datei gemacht, also wann habe ich sie auf Viren geprüft, wann habe ich sie ins Archiv übernommen, wann wurde sie vielleicht auch wieder ausgeliefert, zu welchem Zweck wurde sie wiederverwendet und so weiter. Also diese ganze Kette der Nachvollziehbarkeit ist extrem wichtig im digitalen Archiv, weil die Originale, diese Originaldateien, die kann man bitgenau kopieren. Man weiß nicht mehr, was ist das Original und was ist ein Derivat. Beim Papier habe ich Originalunterlagen, ein Vertrag, der von einer Notarin gesiegelt ist. Das ist das Original mit allen Unterschriften. Und im Digitalen brauche ich eben eine ganze Reihe von Metadaten, um diese Nachvollziehbarkeit herstellen zu können. Und darum ist diese Standardisierung so wichtig, dass man eben sich immer bewusst ist, die Werkzeuge, die kommen und gehen, und auch die nächste Generation von Werkzeugen muss wieder mit genau den gleichen Metadaten umgehen können. Wenn wir es nicht schaffen, diese Metadaten wirklich zu standardisieren, dann ist die langfristige Nutzung von diesen Dateien eben nicht sichergestellt. Es geht nicht um die Dateien, nicht um die Standardisierung der Dateien per se, sondern es geht eigentlich in erster Linie um die Standardisierung der Metadaten. Dann ist quasi eine Digitalisierung eines Archives auch immer eine gewisse Form von Audit oder Prozessüberprüfung, wo man wahrscheinlich oft dann zum Schluss kommt, da wurde so ein bisschen gewurstelt oder da wurde irgendwie, da müsste man noch durchstrehlen, und es ist meistens so, dass man mehr an Standards gebunden ist als bei einem analogen Archiv. Ja, das wird in der Regel so sein, wobei man hat meistens nicht die Zeit und die Ressourcen, wenn man Bestände, die schon einmal erschlossen worden sind, von denen es schon Verzeichnisse gibt, die jetzt komplett auseinanderzunehmen und nochmals zu erschließen. Also man versucht schon, die Ordnung, die irgendwann mal hergestellt worden ist, zu respektieren, diese Verzeichnisse, die es schon gibt, zu respektieren, das quasi wieder einzubauen in die heutigen Verzeichnisse. Weil wenn man anfängt, alte Bestände aufzureißen, neu zu gruppieren, dann zerstört man auch immer strukturelle Information, die man hatte, die überliefert wurde. Und auch wenn man sie nicht genau versteht auf den ersten Blick, diese Information ist trotzdem da und sie hat einen Wert. Und was man versucht mit neuen Metadaten-Standards heute, ist, dass man so verschiedene Arten, wie man eben Bestände beschreibt, überlagern kann. Also dass man sagt, ich habe eine erste Beschreibung von einem analogen Bestand aus den 1940er Jahren. Und heute wollen wir diesen Bestand digitalisieren, das sind vielleicht 5 Meter Akten, wir digitalisieren diesen Bestand und merken, wir müssen ihn auch neu erschließen nach den heutigen Erkenntnissen. Darüber wurde geforscht, wir wissen Neues, wir können diesen Bestand neu einordnen und so weiter. Und der Trend geht jetzt eigentlich dahin, dass man Metadaten-Standards hat, wo man neben dieser ersten Erschließung eine zweite, ganz unabhängig eine zweite Erschließung eben herstellen kann, mit den neuen Erkenntnissen. Und so zerstört man eben auch nicht die alten Spuren, die alten Verzeichnisse, so wie man es bei den bisherigen Standards
hätte machen müssen, sondern man legt sich einfach eine zweite Sicht quasi auf diese Unterlagen an. Und das ist dann die Aufgabe von Historikerinnen, von Historikern, von Leuten, die auswerten, in diese verschiedenen Sichten auch auf die Unterlagen zu interpretieren und ihnen einzuschätzen. Dann würdest du also sagen, diese Angst davor, dass die Standardisierung eigentlich die Spezifik oder das Individuelle, das Charakteristische irgendwie zerstört, dass das nicht so sein muss, dass das passieren kann, wenn man sagt, ja, wir machen quasi Tabula Rasa, dass es aber inzwischen doch Möglichkeiten gibt, die Standardisierung im Rahmen einer besseren Interoperabilität oder Anknüpfung oder Vergleichbarkeit mit anderen Archiven zum Beispiel, dass man die sehr wohl angehen kann, ohne eben diese Spezifik zu verlieren, die ja für viele Archive oder Sammlungen, Museen sehr wichtig ist, dass sie sehr ihre Identität auch bewahren wollen oder ihre Geschichte. Ich glaube, diesen Turn vom im Archiv stellen wir eine künstliche Ordnung her zu, wir respektieren die ursprüngliche Ordnung. Diesen Turn haben die Archive schon viel früher gemacht. Also in Frankreich wurde dieser Turn als erstes gemacht im 19. Jahrhundert in der Zentralverwaltung, wo man sagte, die Gemeinde, die Departemente dürfen die Archive nicht mehr einfach nach Themen ordnen. Und dann reißt man wahllos die Akten auseinander und gruppiert sie neu thematisch und man verliert komplett den Entstehungszusammenhang. Und also das war das sogenannte Pertinenzprinzip und man ist dann übergegangen zum sogenannten Provenienzprinzip, wo man gesagt hat, man respektiert die Form und die Reihenfolge von den Archiven, so wie sie entstanden sind in der Verwaltung oder bei einer Künstlerin im Nachlass. Kann völlig chaotisch sein, aber diese chaotische Ordnung sagt auch etwas darüber aus, wie eine Person gearbeitet hat. Also man würde heute auch sagen, die ganzen File-Server, die auf einer Gemeindeverwaltung stehen, die komplett chaotisch geordnet sind, ein Archivar würde sagen, wir übernehmen diese chaotische Ordnung 1:1, um zu zeigen, wie Ende 90er, Anfang 2000er Jahre gearbeitet wurde in einer Gemeindeverwaltung, bevor dann Geschäftsverwaltungssysteme und so weiter eingeführt wurden. Ja, das ist eine ganz interessante Sache zu zeigen. Ja, die waren am Anfang der Digitalisierung ihrer Verwaltung komplett desorganisiert, haben einfach mal aufprobiert, haben nach Sachbearbeitern die Akten geordnet und nicht nach Aufgaben, wie man das heute machen würde und so weiter. Aber das ist eine wichtige Information, um aufzuzeigen, die Verwaltungshandeln funktioniert hat in einer bestimmten Zeit, dass man eben diese Ordnung nicht anrührt oder wie du gesagt hast, die Identität von Sammlungen nicht zerstört, die Ordnung, die innere Ordnung nicht zerstört, sondern das respektiert und das versucht abzubilden, standardbasiert abzubilden, aber diese Information eben dann auch Benutzer und Benutzerinnen, die Fragen stellen an einen solchen Bestand, wieder zugänglich macht. Das ist eine ganz wichtige Grundlage der Archivkunde und die ist nicht neu mit der Digitalisierung. Die hat schon viel früher stattgefunden. Aber dann werden doch verschiedene quasi Informationsebenen versammeln sich und es gibt immer wie mehr darüber zu erfahren. Man kann dann zum Beispiel die Dokumente ansehen, man kann aber auch etwas erfahren über eben die Geschichte der Dokumente. Was bedeutet denn das für die aktuelle und zukünftige Arbeit? Also man konserviert ja dadurch nicht einfach, wie es war und kultiviert das dann so weiter, sondern die Ideen wären ja schon auch, dass mit Anwendungen von Standards die zukünftige Arbeit auch mitgestaltet wird und die sich natürlich dann auch wieder ändert. Also die zukünftige Arbeit, das kann sich jetzt auf zwei Dinge beziehen. Das kann sich auf die Arbeit, wenn ich jetzt von einem öffentlichen Archiv, von einem Verwaltungsarchiv ausgehe, das kann sich auf die Arbeit der Leute in der Verwaltung beziehen und das kann sich aber auch auf die Leute beziehen, die Archivbestände auswerten. Also in einem Forschungsprojekt, als Journalistin, als Student, als wer auch immer, oder?
quasi Akten nimmt oder Unterlagen nimmt oder Bilder nimmt und die einem neuen Zweck zuführt, interpretiert und so weiter. Wenn zunehmend sieht man, dass Leute in der Verwaltung zeitnah, rascher auf Archivbestände wieder zugreifen wollen, um diese wieder zu nutzen. Also ein Beispiel, eine Gemeinde hat vor 30 Jahren ihr Schulhaus renoviert, vor einer Zeit, wo es jetzt erste Datenbestände gibt, vielleicht auch noch physische Pläne und so weiter. Jetzt muss man das Schulhaus wieder renovieren und man befragt das Archiv, was gibt es denn da zu dieser Renovation vor 30 Jahren. Und heute ist es der Fall, dass solche Geschäftsdossiers, solche Geschäftsunterlagen in der Regel schon wenige Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre, nachdem sie abgeschlossen sind, in der Verwaltung nicht mehr gebraucht werden, ins digitale Archiv geschickt werden. Und die Leute, die Systeme, die sind heute so gebaut, so aufgebaut, dass die Leute in der Verwaltung nicht mal merken, dass ihre Unterlagen schon längst archiviert sind. Sie sitzen nach wie vor am gleichen Geschäftsverwaltungssystem, aber diese Geschäftsverwaltungssysteme sind heute in der Lage, dass sie zwar die Verzeichnisse, die Metadaten noch haben, aber die Archivalien, die holen sie längst aus einem Langzeitarchiv. Also das ist ein neuer Nutzen, ein neuer Dienst, eine neue Dienstleistung, die Archive heute in der Verwaltung erbringen können. Also die Archive, die sind nicht mehr ganz hinten, quasi ganz hinten und ganz unten in der Nahrungskette, wie sie das immer waren, sondern die Archive sind viel näher an den Produktionsprozess gerückt. Sie müssen das auch, weil sie müssen die Daten verstehen, die abgeliefert werden. Und wenn es auch Datenbanken sind, Fachapplikationen, CAD-Systeme, kollaborative Systeme und so weiter, die in denen heute eben Unterlagen produziert werden, Daten produziert werden. Und auf der anderen Seite, durch die Tatsache eben, dass Unterlagen, dass Daten viel zeitnah ins Archiv kommen, denke ich eben, dass auch im Bereich Zeitgeschichte viel früher auf Archive zugegriffen werden kann. Klar gibt es Sperrfristen, klar gibt es Datenschutz, aber es gibt eben auch ein Öffentlichkeitsprinzip, wo jede Bürgerin, jeder Bürger sehr zeitnah oder eigentlich unmittelbar eine Frage, eine Anfrage an die Verwaltung stellen kann. Also auch die Auswertung kann heute sehr viel zeitnaher geschehen und eben durch die Standardisierung kann man eben auch für die Auswertung standardisierte Werkzeuge bauen, oder? Und diese Werkzeuge, die wissen dann, was sie in den Archiven erwarten, in den Archiven erwarten können. Ich glaube, dieser Link, den haben wir noch nicht so richtig gemacht. Den Link von den Archiven zurück in die Verwaltung, der beginnt zu funktionieren, aber der Link von den Archiven in die Forschung und in die Befragung dieser Archive, also welche Fragen kann ich an diesen Steinbruch, digitales Archiv stellen? Ich glaube, diesen Link haben wir noch nicht richtig hingekriegt. Genau, du hast es jetzt eben schon angesprochen. Es gibt dann eine neue Form von Befragungsmöglichkeiten für eben die digitalen Archive. Also die sind eigentlich da, das ist eine riesige oder sehr dynamisch wachsende Landschaft, Forschungsgebiet. Und nun die Frage, welche Leute wären denn die Pioniere auf diesem Feld, die die Feldexkursionen machen können? Das wären schon auch die Geisteswissenschaften, denke ich. Haben die noch nicht das geeignete Bergsteigutensil oder ist das einfach eine Frage der Zeit, wie du gesagt hast, eben nach Verwaltung, Archiv und so, dass man zuerst das auf der Karte mehr verorten kann und sieht und sich so quasi diese Beforschung dann zeitnahe, aber Schritt für Schritt irgendwie erst erweitern wird. Also ein erster Schritt müsste wahrscheinlich sein, dass man wirklich miteinander spricht. Ich glaube, man weiß einfach sehr wenig voneinander. Und wenn ich lese, was an Digital Humanities Konferenzen, was die Themen sind, dann sind Themen wie Selektion, Bewertung, was legen wir in die Archive? Ja, wir sollten Repositories bauen, wir sollten digitale Archive bauen. Wo ich sagen muss, ja, aber
wir sind ja schon längst da. Wir haben nicht nur begonnen, sondern wir haben digitale Archive schon längst im Normalbetrieb, in der Verwaltung, in der Kunst, in ganz verschiedenen Orten, Forschungsdatenrepositories, hier an der Uni Basel im geisteswissenschaftlichen Bereich, wir haben das auch im naturwissenschaftlichen Bereich, wir haben Datenaggregatoren, die sich herausbilden und so weiter. Und ich frage mich dann, warum um Himmels Willen also quasi Diskussionen, die schon längst stattgefunden haben, wo Infrastruktur schon längst funktioniert. Und jetzt kommen Digital Humanities Konferenzen und man sagt, ja, in der Zukunft müsste man sich überlegen, was man überhaupt archivieren sollte und so weiter. Also eigentlich sind wir schon viel weiter, wie diese Diskussionen einen Glauben machen würden. Und ich denke, das Einzige, was hilft, dass man versucht, an Konferenzen diese zwei Communities zusammenzubringen. Also ich kann das vielleicht an einem ganz anderen Beispiel erläutern. Es gab vor, das war so im Bereich 2015, eine ganze Reihe von Konferenzen, wo man digitale Archivare mit Leuten aus dem Bereich Digital Forensics zusammengebracht hat. Also Leute, die vor allem in Strafuntersuchungsbehörden, bei der Polizei und so weiter versuchen, Datenträger auszuwerten. Wir haben dann irgendwann gemerkt, die stellen genau die gleichen Fragen bezüglich Authentizität, bezüglich Integrität, bezüglich Nachvollziehbarkeit. Einfach mit anderen Worten. Da gab es eine ganze Reihe von Konferenzen, wo Leute aus beiden Communities in ihrer jeweiligen Begrifflichkeit ihre Projekte vorgestellt haben. Und wir haben gemerkt, das ist genau das Gleiche. Und die Werkzeuge sind wie ineinander übergeflossen. Und man konnte gegenseitig sehr viel lernen. Das hat dann irgendwann wieder aufgehört, weil man kannte sich dann und es gab diese Bezugspunkte. Und ich glaube, dass wir stehen hier vor der gleichen Hürde, dass die Communities nicht voneinander wissen und dass es beiden Communities sehr gut tun würde, voneinander zu wissen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Archivare, die sagen immer, ja, wir haben jetzt diese schönen digitalen Archive. Aber es kommt niemand, es will die gar niemand auswerten. Ja, was wollen dann die Leute für Fragen stellen? Und die Archive beginnen jetzt heute sogenannte digitale Lesesäle zu bauen. Und bauen die ganz genau gleich nach, wie ein physischer Lesesaal ausgesehen hat. Weil sie keine Vorstellungswelt haben, wie denn digitale Unterlagen irgendeinmal ausgewertet und befragt werden. Also den Archivaren fehlt eben genau diese Werkzeuge, über die Digital Humanities dann verfügen. Wie macht man Editionen digital und so weiter und so fort. Und dieses Wissen geht eben den Archivaren an. Ich glaube, der einzige Weg ist, das eben zusammenzubringen, die Communities zusammenzubringen. Und ich sehe das am effizientesten über gemeinsame Konferenzen. Ich kann vielleicht dazu berichten, also ich finde das sehr schön, wie du das geschildert hast, dass bei einer angesprochenen Tagung, dass man da gemerkt hat, wir benutzen das gleiche Vokabular oder wir sprechen vom selben. Und ich kann von Forschungsprojekten berichten, wo ich eigentlich eher das Gegenteil erfahren habe, als dass dann wirklich über Kuration oder so gesprochen wird und man merkt, da sind ja Welten dazwischen, was die einen unter Kuratierung verstehen und die anderen. Und ich meine, das kann sehr interessant sein. Ich denke aber auch, man darf es nicht überspannen, denn die Begriffsdefinitionen in der Geisteswissenschaften, die kann man ins Endlose tragen. Aber dass man sich da vielleicht wie auch mehr traut auf Experimente als in Geisteswissenschaften. Ich denke, das hat schon es gibt eine Möglichkeit, ins Feld hinauszugehen und zu experimentieren, was natürlich zum Beispiel in sozialwissenschaftlichen Fächern vielleicht schon ein bisschen eher gemacht wird oder auch in der Archäologie, aber vielleicht in anderen Fächern ist man da sehr zurückhaltend, weil man sehr auf einer theoretischen Ebene arbeitet und wahrscheinlich auch überfordert ist mit
einem Archiv, das in einer so Detailtreue wahnsinnig viel Metadaten liefert, die man vielleicht gar nicht versteht, weil man eben nicht so darin täglich arbeitet wie Leute, die eben eine entsprechende Ausbildung haben, dass man da wie so ein bisschen überfordert ist. Und ich finde es interessant, dass du sagst, auf der anderen Seite werden eben dann versucht, mit also digitalen Lesesälen oder so, irgendwie die Brücke zu schlagen. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, denkst du, das wäre nicht der einzige Weg, sondern man müsste auch eben sonst eigentlich einfach in den Dialog treten. Und ich denke auch, also gemeinsame Forschungsprojekte wären sicher wichtig, aber das wahrscheinlich nicht jeder findet, ja, das ist jetzt mein Fachbereich und das mache ich und die anderen machen ja das andere, sondern wahrscheinlich ist es wirklich wichtig, dass man mitdenkt mit den anderen und sich auch öffnet für die andere Fachrichtung. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt eben wieder in der Lehre tätig. Was ist denn bei dir in der Vermittlung, was ist dir wichtig? Was versuchst du da in diesem Gebiet auch vielleicht mitzugeben? Ich gehe vielleicht noch auf ganz kurz auf etwas zurück, was du gesagt hast. Und ich denke, das ist sehr wichtig, auch um Archive zu verstehen. Gemeinsame Projekte. Das wäre gut und recht und schön, aber es wird nicht möglich sein. Und zwar aus einem ganz banalen Grund, es gibt keine Förderungs- oder überhaupt Alimentierungstöpfe für archivische Projekte. Also es gibt Projekte, du kannst als Geisteswissenschaftlerin bei Nationalfonds oder irgendwo, kannst du ein Gesuch stellen und wenn du dein Gesuch gut stellst, dann wirst du gefördert. Aber Archivprojekte, auch wie sie immer aussehen, um einen Bestand zu erschließen oder zu digitalisieren oder was auch, oder auch um ein Konzept für einen digitalen Lesesaal zu entwickeln, was auch immer. Archive können nirgends ein Gesuch stellen, um gefördert zu werden. Und ich kenne auch keine Stiftungen, wo das irgendwie in den Stiftungszweck hineinpassen würde. Also die ganze Forschung, die ich jetzt an der Fachhochschule betreibe, das sind immer Direktaufträge von Institutionen oder von großen Projekten, wo ich dann mitarbeite oder so. Aber das sind, ich sehe, jetzt auch erst ein Jahr in dieser akademischen Welt und ich blicke natürlich noch überhaupt nicht durch. Aber ich sehe keine Förderungstöpfe, keine Förderungsmöglichkeiten, um solche archivischen Fragen einmal grundlegend zu überdenken. Das ist sicher ein Problem. Und das andere, was ich jetzt in der Lehre, in der Ausbildung mache, ist natürlich mal eine Grundlage zu legen zu den Grundkonzepten für digitale Archivierung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht nur für Leute, die einmal in einem Archiv landen, sondern auch für Leute, die in einer Bibliothek oder in einem Forschungsdatenrepository oder wo auch immer landen, dass sie ein Grundkonzept, ein Grundwissen haben, was braucht es, um Daten in die Zukunft transportieren zu können und in Zukunft noch nutzen zu können. Und das kann man sehr spielerisch machen, das kann man mit Computergames machen, mit alten Computergames aus den 70er Jahren, die man heute zum Leben erweckt und so weiter. Das kann man theoretischer machen mit diesen Metadaten-Standards und so weiter. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt ist der ganze Bereich, der geht jetzt so in Richtung Verwaltung halt und tönt so ein bisschen staubig, aber ist trotzdem sehr wichtig eben, das ganze sogenannte Records Management, Informationsmanagement, Records Management, also die Frage, wie organisiere ich mich in einer Verwaltung, in einer Firma, in einer Organisation, wie organisiere ich meine Daten, meine Unterlagen, meine Dateien, schon lange bevor sie ins Archiv kommen, so dass die Verwaltungstätigkeit eben nachvollziehbar bleibt, so dass wenn jemand, wie man so schön sagt, wenn er ins Tram gerät, dass ein Stellvertreter die Arbeit übernehmen kann und so weiter. Und da geht es um die Struktur von Daten, es geht auch wieder um Metadaten, was ist Geschäftswürdigkeit und so weiter. Und der dritte Pfeiler, den ich zunehmend als wichtig erachte, ist der ganze Bereich von Informationssicherheit, von Cybersecurity und auch von digitalen Kulturgüterschutz. Also was machen wir, um quasi die Resilienz von unseren digitalen Archiven zu erhöhen und um diese Daten zu schützen
zu schützen vor Zerstörung, durch Verschlüsselung, durch Zerstörung, was auch immer, aber auch diese Daten, die zum Teil in vertraulichen Unterlagen, also Sozialhilfe und überall, Vormundschaftsakten, wie schützen wir diese Unterlagen auch vor der Publikation, oder? Wie setzen wir den Datenschutz wirklich durch? Das sind so die drei Felder, auf die ich mich in der Lehre im Moment konzentriere. Okay, das sind natürlich sehr auch aktuelle Themen. Ich denke, die Arbeit wird dir und deinem Nachwuchs sicher nicht ausgehen. Und ich denke auch eben in Bezug auf die Standardisierung, Archive und Geisteswissenschaften, das sind ganz große Themenbereiche, wo sicher noch einiges passieren wird, aber wenn ich dir zuhöre, merke ich auch, dass wahnsinnig viel da wirklich läuft und ich bin da sehr zuversichtlich und freue mich auf die Leute, die dann auch diese Kenntnisse immer wie mehr mitbringen werden und dass quasi dann diese Kommunikation auch viel besser funktionieren wird in Zukunft. In diesem Sinne möchte ich mich herzlich schon bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Wir könnten noch lange weitersprechen, aber fürs Erste möchte ich dir sicher mal danken für diese interessanten Inputs.